Willkommen hier am Mittwochabend. Eine neue Folge Weekly steht auf dem Programm. Ihr seht es natürlich, wir sind heute nicht im kleinen Studio. Ausnahmsweise haben wir mal ein bisschen umgebaut. Heute habe ich mal ein paar mehr Gäste hier ins Studio geholt. E-Sport in Bild und Ton, ein Thema, das noch nie diskutiert wurde. Es gibt viele Videos und viele Broadcasts. Und da wollen wir natürlich ein bisschen drüber reden. Natürlich auch ein bisschen über das Knochens-E-Sport-Sofa, den Knochen. Der hat uns ein paar Videos zugeschickt, uns seine Meinung kundgetan, und die Videos zeigen wir euch natürlich nachher. Auch das Video von dem Intel Friday Night Game. Nee, Quatsch, das Intel Saturday Night Game letzten Samstag, was da passiert ist. Aber vorab möchte ich mich erstmal bedanken, denn nach der Folge letzte Woche, da haben wir so viel Feedback bekommen. Wir haben nicht nur auf den Szene-Seiten, generell wurde in Foren diskutiert. Ich habe sehr, sehr viele E-Mails bekommen. Ich habe per Twitter Nachrichten bekommen. Also wirklich sehr, sehr viel positives Feedback, aber natürlich auch viele Vorschläge erhalten. Und ich möchte euch bitten, das auch weiterzuhalten. Macht es über Twitter, macht es über die Beta-Webseite beta.esl.tv oder schreibt einfach bei Readmore, wenn ihr dort im Thread unterwegs seid oder im Twitch-Chat. Schreibt dort überall euer Feedback, eure Kommentare rein. Aber Fragen, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig. Ich habe heute drei Gäste, die ich gleich nochmal vorstellen werde. Wenn ihr Fragen habt, auch zum allgemeinen Thema, über das wir gerade reden, schreibt es einfach überall rein. Ich gucke in der Regelmäßigkeit, versuche ich jedenfalls, alles mitzulesen. Vor allen Dingen halt im Twitch-Chat, den ihr auch auf der Beta-Webseite finden werdet. Und bevor ich jetzt zu meinen Gästen komme, möchte ich euch ein kleines Video zeigen, und zwar von dem Event letzten Samstag hier. Unser erstes großes Studio-Event, was richtig klasse war. Das Video ist von unseren Jungs hier, die gleich bei mir sitzen. Viel Spaß erstmal damit. Macht viel Spaß hier zuzugucken, und auch die Location ist ziemlich geil gemacht. Das Feedback aus der Community ist ja absolut positiv. Ja, das Studio ist super, ist echt cool gemacht, die Stimmung ist toll. Sieht wirklich top aus, das kann heute was Schönes werden. Willkommen zurück hier an unserem wunderschönen Talktisch, so will ich ihn eigentlich nennen. Letzten Samstag haben hier noch die Pro-Gamer gesessen, und ja, mittlerweile habe ich hier drei andere Konsorten sitzen. Zwei aus meiner Firma, Michael Weike, hallo, grüße dich, Carla, und Most Wanted, Marco Steinert. Schön, dass ihr da seid, und natürlich Uli. Uli, wir haben uns jetzt in einer Woche nicht zweimal gesehen, aber zweimal warst du in unseren Sendungen jetzt. Ja, wird mal wieder Zeit. Ich habe mir sagen lassen, du bist jetzt in der nächsten Zeit ein paar Mal jetzt noch hier zu Gast für Weekly, stimmt das? Sehr gern. Wie lange müssen wir dich denn ertragen? Also auf jeden Fall noch die nächsten vier Male, heute eingerechnet. Ja, das ist super. Also wir haben viele Themen, die da auf uns zukommen. Wir holen das natürlich variable Gäste dazu. Ich muss sagen, wir haben heute groß umgebaut. Wir haben hier viele Lichter gebaut, damit wir hier auch moderieren können. Unsere Crew ist auch heute mal ein bisschen länger geblieben, um hier zu produzieren. Ich muss dazu sagen, dass im kleinen Studio werden wir natürlich auch hin und wieder noch Shows fahren, wenn wir wieder weniger Gäste haben. Aber wenn ich hier so ein großes Line-Up vorfahre, wie es heute ist, dann werden wir uns hier einfinden. Ja, unser Thema heute, es ist der E-Sport in Bild und Ton. Uli, du hast natürlich die Sicht auf die Community, klar, du bist bei Readmore aktiv. Wie sieht die Community eigentlich solche Projekte, Videos, Streaming, irgendwelche Highlight-Videos, Interviews? Ich meine, das Ganze wird wahrgenommen, man klickt drauf, das Video läuft. Wird in irgendeiner Weise, denkst du, der User nimmt es irgendwie wahr, was für eine Arbeit dahinter steckt? Es kommt natürlich darauf an, du hast jetzt viele Sachen in einen Topf geworfen. Streaming, Highlight-Videos, ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, der dahinter steckt. Richtig gute Sachen werden auf jeden Fall wahrgenommen. Und das hat man vor allem gesehen
bei den Highlight-Videos, die es in letzter Zeit gab, die auch richtig gut produziert waren, die halt extra genau dafür nur aufgenommen wurden. Das, also wenn ich da Home Story Cup ein Beispiel, da gab es täglich immer ein Video, das die Community echt gut aufgefasst hat. Manchmal schießt man ein bisschen über das Ziel hinaus. Ich weiß nicht, ob jemand gesehen hat, Fnatic hat so eine Tour vom Haus gemacht, ja, beim letzten Mal. Habe irgendeinen Spiegelreflex dafür genommen mit einer Festbrennweite und das sah wahnsinnig künstlerisch aus. Aber man hat dann nichts vom Haus gesehen, weil der Fokus die ganze Zeit auf dem Sam Matthews war, der das vorgestellt hat. Also ab und zu klappt das nicht ganz. Das ist natürlich schon immer was komplett anderes, ob ich nun einfach einen Stream aufmache und LOL spiele oder ob ich da richtig viel Arbeit in so ein Video stecke. Aber man merkt eigentlich schon, wenn es richtig gut gemacht ist und wenn es die Stimmung des Events rüberbringt, dann würdigt es die Community auch. Marco, aus der rein künstlerischen Sicht, du schaust dir sicherlich auch viele Videos an, die von anderen E-Sport-Unternehmen gemacht werden, von Fans. Betrachtet man solche Videos eigentlich aus einem komplett anderen Blickwinkel, als es der normale User tut? Ja, klar, natürlich, vor allem, weil man setzt sich einfach den ganzen Tag mit Video- und mit Bildinhalten auseinander. Also man kann das eigentlich überhaupt nicht mehr abschalten irgendwie. Wie ist jetzt die Kamera? Wie ist die Komposition mit der Musik? Wie sehen die Bilder aus? Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt irgendwie was damit zusammenhängt, wenn man für E-Sport-Videos macht oder künstlerische Videos macht, sondern einfach, wenn man aus dem Bereich generell kommt und sich viel damit beschäftigt. Also es passiert halt einfach automatisch und also es fällt schwer, davon Abstand zu nehmen einfach. Um den Leuten vielleicht das Ganze ein bisschen näher zu bringen, was genau ist deine Position bei ESL-TV? Klar, du schneidest das vielleicht als groben Überbegriff, aber bist du auf irgendeine Sache spezifiziert, explizit, was die Projekte angeht bei ESL-TV? Nee, gar nicht. Ich meine, das ist ja eigentlich bei ESL-TV keiner. Also wir springen halt alle immer dahin, also natürlich auch, was den Leuten am meisten liegt, klar, aber wo man halt eben auch gebraucht wird. Also ich kümmere mich auch viel hinter den Kulissen darum, irgendwie um die gesamte Workload, dass sie bei uns im Team so gut wie es geht verteilt wird halt irgendwie, dass jeder die Sachen macht, die er am besten kann oder halt eben, je nachdem, wenn er gerade in anderen Projekten steckt, dass es dann woanders umverteilt wird. Und schneide dann natürlich auch selber, filme dann natürlich auch selber und auch Grafiken im Hintergrund und Projektkoordination und sowas alles. Und ja. Ja, diese Kombo habe ich halt sehr oft gesehen bei euch beiden, dass du sehr oft auf die Events unterwegs bist mit der Spiegelreflexkamera. Ich meine, das Video, was ihr eben gerade gesehen habt von einem Studio-Event, das wir hatten, das hast du halt gedreht mit der Spiegelreflex. Micha, du hast es wiederum geschnitten, du kriegst alles schön angeliefert. Hast du keine Lust, mit der Spiegelreflex rumzulaufen oder... setz dich vor Rechnung und sagst, nee, jetzt, ich brauche hier echt coolen Video-Shit und den will ich ja so schneiden. Ich filme auch gerne. Ich denke, das ist einfach, man strukturiert das so ein bisschen auf, man schlüsselt das einfach auf, je nachdem, wo die Skills halt quasi liegen. Gerade auf einem Event, wo die Zeit halt ziemlich knapp bemessen ist, wie zum Beispiel auf der CeBIT, ist halt einfach so, ich bin etwas schneller im Schneiden quasi und deswegen übernehme ich den Part und Marco hat dann gefilmt, ja. Setzt man sich, ich habe ja Marco eben schon gefragt, klar, er schaut sich da andere Videos an, die auch in der E-Sport-Welt produziert werden, jetzt nicht von uns, setzt man manchmal vor seinem Rechner und ich will gar nicht kritisieren, sondern flamed andere Videos in Grund und Boden, weil sie einfach schlecht sind. Vielleicht, weil die Idee dahinter ist gut, aber die Umsetzung halt totaler Schrott deiner Ansicht nach oder halt natürlich auch, wenn du ein Video siehst, wo du sagst, das ist halt so gut gemacht. Ich meine, heute habt ihr da gesessen, ihr beiden, und habt irgendein Video gefeiert? Ich habe es noch nicht mal gesehen. Wir sitzen in einem Büro, müsst ihr natürlich wissen, aber der Bildschirm ist nicht zu mir gedreht, was bei dir ablief. Und ihr habt das Video gefeiert. Ey, der macht halt nur sowas total geil. Wie stehst du dazu? Wie genau läuft das im Studio ab? Erzähl's den Leuten. Also kein Blatt vor dem Mund, ne? Groß rumflammen tue ich eigentlich nicht, weil ich insgesamt eigentlich froh bin, wenn halt irgendwie der E-Sport gepusht wird, egal auf welcher Plattform, welches Turnier, etc. Ich weiß nicht, Marco, wie willst du das sehen? Also ja, es ist auch viel... Es gibt auch eigentlich keinen Grund, wirklich zu flamen irgendwie. Es gibt halt Leute, die haben ein bisschen mehr Talent für Videoschneiden oder Filmen und ein bisschen weniger Talent. Es gibt Leute, die haben viel Talent, sind aber gerade noch ganz am Anfang und lernen halt ganz viel. Und keinen von den Leuten kann man eigentlich sagen, boah, wie schlecht, dass du jetzt das Video gemacht hast. Das Video hat vielleicht irgendwie Kritik verdient und man kann sagen, da hätte man was verbessern können oder da ist es richtig, richtig gut gelaufen. Aber man kann nie sagen, schade, dass du dieses Video gemacht hast. Also es ist halt einfach... Klar könnte man jetzt sagen, irgendwie hätte der und derjenige das Video gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber es ist eben einfach eine Tätigkeit, mit der man sich beschäftigt, die eigentlich immer konstruktiv ist, egal auf was für einem Level man die ausübt. Und die sich auch immer Leute angucken, die auch immer nach sich zieht, dass andere Leute das halt irgendwie einfach genießen können, also sich angucken können. Und sie haben was davon einfach in ihrem eigenen Leben. Außerdem muss man ja auch sagen, dass viele Mediateams im E-Sport auch ehrenamtlich arbeiten. Ja? Und von daher kann man nicht unbedingt die Qualität erwarten, jetzt wie von der
NBA-Produktion, sage ich mal. Ja, was das professionell angeht, ich meine, bei uns geht es ja, klar, wir sind ja immer noch ein Unternehmen, klar, es ist dein Job, unser Job, das halt zu machen. Ich meine, ich schneide ja auch, ich habe es von euch beiden gelernt, muss ich dazu sagen, ja, ich bin euer kleiner Padawan gewesen, oder bin ich immer noch. Ja, ich bin in die Firma gekommen, hatte mal Langeweile und wollte mal ein bisschen was schneiden. Und irgendwann entwickelt man diesen Blick, ich möchte jetzt irgendwas machen und dann ja, lässt man vielleicht so ein bisschen den finanziellen Aspekt, Kosten-Nutzen-Faktor ein bisschen aus. Uli, du warst der Redaktionsleiter. Das heißt, du warst im Grunde genommen ja auch involviert in solche Projekte wie, ja, was für eine Videoproduktion machen wir? Gehen wir mal in der Vergangenheit ein bisschen zurück. Bei ESL-TV nehmen wir Quarry. Ja, mal als Beispiel, was der Dennis mit dem Grubby in den Niederlanden gedreht hat. Es ist ja auch, glaube ich, die einzige Produktion gewesen, die in diesem Umfang halt eben gemacht wurde von ESL-TV. Ja. Ich meine, wie genau achtet man dann eben drauf, dass man dort einen Kosten-Nutzen-Faktor hat? Oder geht es dort lediglich vielleicht um den reinen PR-Wert, dass man sagt, gut, wir investieren Geld, aber Hauptsache die Reputation der Firma wird besser? Ich glaube, reiner Kosten-Nutzen-Effekt ist da schwierig zu bemessen. Also ist ja eigentlich überall so, wenn du hochqualitative Produktionen machst, auch wenn du das als Pay-TV-Sender machst, erwartest du dir nicht direkt daraus den Nutzen, sondern du versuchst halt insgesamt dir einen Namen aufzubauen damit, weil die Leute deine Marke mit Qualität irgendwie verbinden. Wenn ich jetzt bei Quarry mal, das hat ja angefangen, da war einer im Studio, die haben ein bisschen Konsole gezockt, ja, und haben ein bisschen geredet. Und klar will man da natürlich als Sender, der sich auch als echter E-Sport-Sender verstanden hat, und zum damaligen Zeitpunkt gab es ja kaum andere Sender, die so dieses Selbstbildnis hatten. Gibt es ja jetzt eigentlich auch nicht. Die sind alle irgendwie an Ligen gebunden und machen halt da die Übertragung. Aber kein Sender jetzt sagt, ich bin der E-Sport-Sender und ich trage das nach vorne. Und die Quarry-Episode mit Grubby ist ein gutes Beispiel. Die war wahnsinnig aufwendig. Da sind vier Leute zum Dreh gefahren, haben da zwei oder drei Tage gefilmt. Dann im Nachhinein gab es noch eine Woche lang Schnitt. Das war extrem teuer. Und natürlich hat sie für die Reputation schon was getan, aber es ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, glaube ich, nicht besonders gut gewesen. Aber es ging ja auch eher darum, mal zu zeigen, was möglich ist und was wir gerne für Sachen machen würden. Und wenn man sich anschaut, was heute passiert, wir kommen ja später noch auf die Art und Weise, wie Knochen das macht, das ist natürlich ein bisschen anders als Quarry damals. Richtig, du hast die Finanzierung ja auf anderen Wegen ja auch gesichert. Natürlich kann man sagen, ey, könnt ihr ja auch machen, verkauft deine Sendung, verkauft Quarry an den Partner. Ja gut, aber so lief das Prinzip ja damals nicht. Ich meine, heute zum Teil auch nicht. Ja, aber man sieht natürlich auch, es gibt andere hochwertige Produktionen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf youtube.com/IntelExtremeMastered. Intel Extreme Masters. Oder ihr gebt einfach im Suchfeld einfach mal ein Intel Extreme Masters, The Best League in the World, glaube ich, das ist der Titel. Das ist eine IEM-Doku von der letzten Season, Marco. Hier ging es ja weniger darum, es war ja auch sehr aufwendig, das Ganze zu produzieren. Da ging es jetzt weniger darum, halt einfach ein Cash-Income zu generieren, sondern vielmehr das Produkt zu promoten und die Begeisterung und das, was die Season über passiert ist, nach Hause zu bringen und das einfach mal in 7-8 Minuten zusammenzupacken. Wie schwer ist das? Wie schwer ist das, alles zusammenzusuchen, ein Storyboard zu schreiben? Wer überlegt sich sowas? Was der Kamek, was er halt eben genau erzählt in der Kamera, damit das passt am Ende, damit man zusammenschneiden kann? Also in dem Fall hat der Kamek da natürlich relativ viel Feder geführt. Irgendwie hat die grobe Outline dafür quasi skizziert, hat selber bei den Interviews geschaut, dass irgendwie relativ viel dann in die Richtung läuft, in die dann hinter der rote Faden aus dem Video auch laufen soll. Und dann macht man natürlich diese Interviews mit dem George Wu, einmal von Intel, und dann natürlich mit dem Kamek, die halt viel über die Liga erzählen können und viel darüber, was passiert ist, weil beide eben auch auf jedem dieser Events eben immer dabei sind. Und aber auch von diesen Interviews kommen dann ja im Endeffekt nur ungefähr 10% der Interviewinhalte wirklich ins Video. Und natürlich hätten mehr Inhalte gepasst, aber passen dann wirklich de facto nur rein, um diese gesamte Geschichte zu erzählen. Und dann, wenn man eigentlich gute Stützinterviews hat, dann dröselt sich der Rest einfach ganz von alleine auf irgendwie. Dann weiß man genau, was für Bilder muss man da drüber legen, in was für einem Teil der Event-Story sind wir jetzt gerade, was will man erzählen, was will man jetzt daneben schneiden. Und dann ist das Ganze natürlich aufwendig und dauert auch relativ lange. Und der Schnitt ist dann natürlich auch, dauert dann auch schon mal einiges länger, eben weil auch viel mehr Material zusammenkommt als jetzt bei so Highlight-Videos oder sowas. Aber dann ist es sehr aufwendig, aber dann im Endeffekt auch relativ einfach, an diesem roten Faden lang zu schneiden. Ja, der Kamek hat uns auch ein kleines Video dazu gesendet. Derweil gucke ich natürlich auch hier in die Kommentare. Ich lese auch, dass die Gäste ein bisschen leise sind. Also liebe Regie hier, ne, die Mikros ein bisschen hochziehen von meinen drei Leuten. Und derweil gucken wir uns einfach mal an, was der Kamek dazu sagt, wie wichtig ihm Bilder
Bewegte Bilder sind Videos im E-Sport. In E-Sports, obviously, I, as a manager of Intel Extreme Masters, I always want to have additional people filming the event and catching everything that doesn't really go onto the live stream, because at the end of the day, when it comes to the live stream, not much of the live event is actually going to camera. It's mostly gameplay. But it's difficult to translate the real feeling of the event inside the live stream, because obviously the live stream is tournament focused. Whereas what's really important to us as well is to make sure that, first of all, the event is well documented, and second, to make sure that the atmosphere of the event translates really, really well onto that document. So our YouTube channel in Brazil, in Kiev, there was a major difference of how the event was received by the community compared to our previous events in New York City and in China, when we didn't have that YouTube support, when we had these tiny 3-minute documentaries of the wrap-up videos and things like that. It's it really adds an additional flavor to all of these events if you're consuming them from home. So I consider that additional video content very important. So, da sind wir zurück im Studio. Michael, YouTube. Das Thema hat der Kamek eben gerade angesprochen, wie wichtig das Thema doch für ihn geworden ist, um auch die Liga einfach besser nach außen transportieren zu können. Er hat einen guten Vergleich gezogen zwischen Guangzhou und New York, dass wir dort kein eigenes YouTube-Team vor Ort hatten. Und das Ganze haben wir geändert für Kiew, Sao Paulo, wo wir Leute vor Ort hatten, die dort Videos aufgenommen haben, geschnitten haben. Wie wichtig empfindest du das, dass man den Leuten noch mehr bietet? Sei es free oder nicht, aber einfach alles, was noch offstream ist, um den Leuten die Atmosphäre nach Hause zu tragen. Ich meine, du siehst den Stream, gerade wenn wir nicht so ein riesen Setup haben wie auf der CeBIT, und du bekommst einfach nichts von dem Event mit. Wie wichtig findest du so etwas? Also so eine Plattform wie YouTube oder allgemein Content eben außerhalb von unserem Stream ist unglaublich wichtig, würde ich sagen. Das ist wie im richtigen Sport, die Dokumentation drumherum letzten Endes kreieren so ein bisschen so das Image von den Spielern oder stilisieren sie auch hin in vielleicht so einem Star. Und insgesamt ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man ein Media-Team direkt vor Ort hat, um halt wirklich kontinuierlich Content produzieren zu können. Und ich würde sagen, E-Sport ist dann sogar noch ein Stück weit wichtiger als im realen Sport, weil wir halt auch ein Stück weit auf den E-Sport an sich halt aufmerksam machen, was jetzt zum Beispiel eine etablierte Sportart wie Fußball nicht unbedingt braucht, ja. Marco, wir hatten großartig die Diskussion über Musik vor kurzem. Das ist gar nicht so lange her, da hatten wir ein kleines Meeting bei uns im Büro mit unserem Produktionsleiter, mit unserem Producer. Und wir haben in unserem wunderschönen Büro haben wir die Meinung vertreten, dass Musik sehr, sehr wichtig ist. Und ihr zu Hause werdet sicherlich schon mal, vielleicht nicht alle, aber viele werden sicherlich schon mal gelesen haben in den Kommentaren, wie heißt der Song, was ist das? Wie viel macht ein Song aus, wenn man ihn in Videos benutzt? Kann man das Video auf der gleichen Qualität produzieren, wenn man quasi ja, einen weitaus schlechteren Song dazu nimmt? Wertet das ein Video so extremst auf, auch vom Bauchgefühl her, dass man das Video anders aufnimmt? Also ich würde sogar fast sagen, also für mich persönlich ist sogar eigentlich Audio noch wichtiger, denn egal, was man für ein Bild oben drüber legt, das Audio färbt es einfach immer komplett in irgendeine Richtung. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Audio am Ende am längeren Hebel sitzt einfach. Und wenn man jetzt einen guten Song nimmt, der natürlich mit den Bildern harmoniert, dann ist das klar, dann ist das halt ein Plus-Plus für alle Richtungen. Wenn man halt einen schlechteren Song nimmt, der aber ungefähr in dieselbe Richtung geht, kann man jetzt nicht sagen, okay, das Video ist jetzt direkt gleich komplett zerstört und es funktioniert jetzt gar nicht, sondern das ist halt eben, das bewegt sich halt eben in meinen Graustufen. Aber also für mich weiß ich genau, wenn ich ein Projekt im Kopf habe und ich muss einen Song dafür finden, dann suche ich in der Regel wirklich erst den Song und gucke, ob der Song in die Stimmung fällt, in die ich das Projekt gerne drücken würde. Und wenn das der Fall ist, dann fange ich dann auch wirklich erst an zu schneiden. Denn, also für mich ist es wichtiger auf jeden Fall. Also es ist fast immer so, dass man sich quasi den Song raussucht und dann eben auf die Musik schneidet. Ne? Ja, definitiv. Ja. Uli, du bist natürlich mehr im Textbereich jetzt mittlerweile unterwegs. Aber wie wichtig findest du, dass Events, nehmen wir die NTX Stream Masters oder die, ja, vielleicht auch MLG oder die WCG, die ja Videos releasen, bevor ihre Events starten, dass solche Videos in den Mediaplan bei denen mit einfließen, um eine Coverage, ja, quasi so eine Art Kickoff zu geben, ne? Dass der Hype
gebildet, der soll ja gebildet werden vor diesen Events, dass man halt über eine Woche oder zwei Wochen dauerhaft halt schon mal in sich selber vorbereitet ist, bald geht's los. Wie wichtig findest du so etwas? Ich glaube, der Hype ist schon ziemlich wichtig, dass man den mit aufbaut. Was aber auch wichtig ist, hatten wir ja gerade, dass ein YouTube-Team vor Ort ist, um bestimmte Sachen einzufangen, die einfach produktionsbedingt so ein E-Sport-Stream nicht einfangen kann. Also es wird halt im Normalfall ja gestreamt, was in-game passiert. Die Kommentatoren haben vielleicht noch eine Kamera und eine ist im Idealfall noch auf den Spieler gerichtet. Aber wenn ich daran denke, dass zum Beispiel unter den meistgeschauten Videos, die der Intellectual Masters Channel hat, unter den Top 3 sind 2 Videos, die der Marco gefilmt hat, die einfach nur aus Zufall entstanden sind. Das ist einmal der Nothing, der irgendeinen Wallbang macht und dann ein WoW-Spieler, der ausrastet. Das sind einfach Zusatzdinge. Klar haben die natürlich auch eine Reichweite über das eigentlich Event hinaus. Ich bin mir sicher, dass die Videos haben Leute gesehen, die keine Ahnung haben, was Intellectual Masters sind. Richtig, die sehen bekloppten Typen und sagen, WoW nerd, der ausrastet. Ne? Ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das wird nicht immer passieren. Richtig, das muss man sagen, ne? Objektiv gesehen. Aber das sind solche Sachen, die eben noch ein bisschen was einfangen, was der Zuschauer auf dem Stream eigentlich nicht mitbekommt. Was er von dem Event nicht erfährt. Gut, damals war es so, da gab es keine Produktion vor Ort, da war es natürlich eh noch ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass schon ganz wichtig ist, dass man auch ein bisschen drumherum macht und das drumherum eben nicht nur so gestaltet, wie man auch den Stream gestaltet. Also wenn ich jetzt noch mehr Interviews mit den Spielern mache, okay, ist schon ganz interessant, aber am Ende höre ich die im Normalfall ja einmal vor dem Spiel, dann höre ich sie einmal nach dem Spiel. Wenn ich die jetzt noch ein drittes Mal in der gleichen Umgebung mit dem gleichen Interviewer höre, das ist nicht mehr so interessant. Aber wenn dann eben Dinge dabei sind, die mir irgendwie noch einen Eindruck geben, wie zum Beispiel in Sao Paulo, oder jetzt die IPL, die in einem Casino ist, was dort eigentlich abgeht außerhalb der Bühne, das finde ich immer schon noch der wichtigste Aspekt daran. Vor allen Dingen habe ich auch einfach festgestellt, den großen Vorteil, den die großen Sportberichterstattungen der klassischen Sportarten haben, ist, dass einfach immer irgendwo eine Kamera präsent ist oder nicht nur eine Kamera, sondern gleich 8 oder 10 und dann immer wirklich alles eingefangen werden kann, was auch nur gerade eben irgendwo am Spielfeldrand oder auf dem Spielfeld passiert, auch wenn die Hauptkamera gerade woanders ist. Und das Hauptding ist einfach, man muss einfach die ganze Zeit filmen oder man muss zumindest den Finger auf dem Aufnahmeknopf haben. Und das ist einfach im E-Sport noch sehr, sehr, sehr teuer. Man kann eben die Leute nicht hinschicken. Man hat sehr oft eben die Technik einfach nicht. Und solche Videos wären auch nie im Leben zustande gekommen, wenn ich in dem Moment gerade irgendwo anders eine Cola trinken gewesen wäre oder jemand anders. Du musst einfach konstant filmen und irgendwann passieren dann auch die Dinge, die dann wirklich in den Köpfen der Leute hängen bleiben, den E-Sport tragen und den E-Sport weiter nach vorne tragen oder Stars machen oder sagen, das war eigentlich die krasseste Szene des gesamten Turniers und die hatte noch nicht mal was mit E-Sport oder den Spielen an sich zu tun irgendwie. Ja, stimmt. Ich erinnere mich dann auf den EPS, hast du gesagt, ja, ich bin unterwegs. Kommst du gleich wieder? Ja, nee, ich laufe rum und filme alles, was mir vor die Linse kommt. Also das ist ganz wichtig. Auch das, was Uli gesagt hat, dieser Zufallseffekt. Da gibt es ja einige Beispiele. Und vor allen Dingen die simpelsten Videos erreichen ja Klickzahlen, wo man bei teuren Produktionen oder wo man einfach sehr viel Aufwand reinsteckt, diese Videos nicht mehr ansatzweise erreichen werden. Ich erinnere mich jetzt an die CeBIT 2010. Da waren wir beide im Spielerbereich und da haben wir Navi aufgenommen, wie der Markolov 3 Fracks gemacht hat. Ich glaube, 2 hat er gemacht, da war einfach flashed. Und das ist einfach eine Real-Life-Aufnahme über die Schulter gefilmt, wo er die Fracks macht. Und dieses Video gucken sich dann 250.000, 300.000 Leute an, wenn man eine IEM-Dokumentation macht, die halt weitaus weniger Leute zieht. Also das ist immer so das, für mich halt immer so das bisschen. Irgendwie, die Tränen, die kullern mir immer so ein bisschen, dass man so viel Arbeit reinsteckt und dann bedauerlicherweise nicht so viel Klicks bei rumkommt, weil man möchte diese großartigen Videos möchte man ja teilen. Ich meine, Michael, ist es für dich eine Motivation, wenn du ganz genau weißt, ey, das wird so und so viele Klicks ziehen, wenn wir ein Video online setzen bei YouTube, nehmen wir als Beispiel jetzt vor der CeBIT das, du hast ja das Kickoff-Video geschnitten, was die CeBIT angeteasert hat. Am nächsten Tag kamst du rein, ey, geil, direkt 10.000 Klicks. Nee, ich meine, Wie arg motiviert es einen? Und vor allen Dingen demotiviert es einen, wenn du am nächsten Tag sagst, ja leider, jetzt gab es nur 1.000 Klicks über Nacht. Oder machst du trotzdem weiter, weil du einfach nur weißt, die Leute haben Bock drauf und feiern das Video. Ja, die Klickzahlen sind natürlich schon ein gewisser Indikator, keine Frage. Und ich mache meinen Job gut, würde ich sagen, wenn ich eine Menge Leute erreiche. Und das sind dann wiederum die Klickzahlen. Von daher ist das natürlich schon interessant für mich zu sehen. Auch jetzt, der Marco wird das bestätigen können, im Hotel nach der CeBIT war ich auch immer direkt dran und habe Comments gecheckt und so weiter, was natürlich auch lustig ist. Man saß den ganzen Tag an einem Stück Arbeit, hat 9 Stunden gecuttet und dann will man natürlich auch sehen, was bei rumgekommen ist. Von daher, ja, also ich finde es schon interessant zu sehen, ob die Videos Anklang finden, keine Frage, ja. Wie wichtig sind außergewöhnliche Szenen, die man plant? Inwiefern, die man plant? Wo man sagt, auf der Szene, auf der Bühne,
Nehmen wir mal den Stage Dive, den wir auf der CeBIT abgerissen haben. Ich wusste, dass es funktioniert. Ich habe es schon mal auf der Gamescom 2009 gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, also klar, Fernsehen besteht in vielerlei Hinsicht nicht aus Fake, aber man dreht und wendet manchmal viele Sachen zum Positiven. Also das ist eine klassische TV-Geschichte. Aber ich wusste, dass die Leute Bock drauf haben und das würde sicherlich auch gut aussehen. Ne? Macht ja auch Spaß. Marco, du bist ins Publikum gegangen. Du warst mitten in der Crowd drin. Im Auge des Hurricane auf jeden Fall. Und wie wichtig sind dann solche Situationen? Ich meine, ich glaube, wir hatten drei Kameras. Der Jan, wir hatten noch einen anderen Kameramann, der mit einem Spiegelreflex rumgerannt ist. Du warst im Publikum. Wir hatten die normalen Bühnenkameras. Ich glaube, den Kran hatten wir auch noch. Und nochmal hier, es war freitags nachmittags Raffle auf der CeBIT. Ne? Also es war nicht mal so, dass so 30 Leute vor der Bühne waren oder so. War Gefahrenzulage. Also, nee, ich wusste, es funktioniert, aber ich habe mich geärgert am nächsten Tag, am Samstag. Hätte ich das mal Samstag gemacht, dann wäre es nämlich noch tiefer reingegangen. Aber Micha, wie wichtig sind solche Situationen? Ich will nicht sagen, es ist gestellt gewesen. Ich wusste, dass ich es machen möchte, das ist eine coole Sache, weil die Leute wollen ja auch Spaß haben. Du bist nicht da oben zum Raffle, einfach nur T-Shirt rein. Wenn du die Gesichter von diesen Leuten anguckst, die sind alle am Grinsen gewesen, hatten Spaß. Und im Grunde genommen ist es ja für uns dann eine geplante Sache. Er geht dann halt rein. Aber wie wichtig ist sowas? Naja, im Gegensatz zum Privatfernsehen müssen wir im E-Sport, glaube ich, noch nicht groß irgendwie über geskriptete Sachen reden. Aber ich fand, das war eine lustige Sache. Bist du mal gekommen, hast gemeint, ich mache das auf jeden Fall. Wir haben es direkt alle Kameramänner auf dich gerichtet. Und dass das Timing auch passt. Und ja, es ist einfach eine coole Aktion, die auch ein bisschen Zeit, dass das halt auch einfach ein Event ist, wo halt alle Spaß haben und dass das halt ein bisschen cooler ist, anstatt halt nur irgendwie vielleicht ein bisschen nerdy halt vorm Rechner zu sitzen. Ich fand das schon cool, aber wie gesagt, groß gescriptet wird ja ansonsten nicht. Also die meisten Klicks erreichen immer auch Zahlen, die ja wirklich real sind oder ja, aber so echt passiert mit wahren Emotionen. Ja, vor allen Dingen richtig fake wird es dann, glaube ich, erst irgendwie, wenn du dann vor der Kamera so richtig so tust, als hättest du richtig Bock drauf, springst dann da in die Menge und kommst dann nach hinten Backstage, boah, ey, so eine Scheiße, mache ich nie wieder hier da reinspringen. So warst du, oder? Nee, überhaupt nicht, ey. Also ihr müsst wissen, die Kameramänner, die nicken wahrscheinlich gleich alle, aber die haben alle ja ihre Intercom und die haben alle diskutiert. Tut das oder tut das nicht, tut das oder tut das nicht. Und als sie da hinten kam, ey, ich muss sagen, das hat mich richtig weggeflasht. Uli, hast du es überhaupt gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich würde jetzt den E-Sport-Charakter dieser Aktion noch ein bisschen in Frage stellen. Aber es war sicherlich eine lustige Aktion. Nee, es geht einfach nur um so Momentumaufnahmen, die man halt mit reinbauen kann. Schon, ja. Aber also ich glaube schon, dass man sich darauf konzentrieren sollte, ein E-Sport-Charakter. Klar, ist lustig und so. Aber ich würde sagen, okay, wenn es jemand sieht, den Schritt zu machen von, ey, da springt jemand in die Menge und Stage Dive zu E-Sport ist cool und ich schaue mir jetzt Dark of 2 an, ja, den fand ich ein bisschen schwierig. Mhm. Die Frage, die wir diskutieren sollten, ist doch, hätten sie dich auch aufgefangen, wenn du ihnen danach nicht ungefähr 50 Beta-Keys gegeben hättest? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, sie sind leicht bestechlich. Uli, aber mal von dem Thema AIM weg. Die WCG hat ein... Ich empfinde das nicht wirklich als durchdacht, aber die haben halt auch immer ihr Kickoff-Video gehabt. Das letzte, an das ich mich dran erinnere, hatte 240p, glaube ich, auf YouTube. Erinnerst du dich an das Video? Ja, also in Sachen Qualität haben sie nicht ganz mit der Zeit mitgehalten. Aber auch wenn die Auflösung, angenommen wir hätten HD Radio oder Full HD gehabt, dieses Video und auch die Videos davor, ich empfinde die, also mir gefallen sie nicht so sehr, was diesen Bezug zum E-Sport angeht. Wie siehst du das? Das letzte Video war so mit so ein bisschen, ich weiß nicht, Teletubby-Musik, so will ich das sogar fast sagen, unterlegt. Also die WCG hat natürlich zum einen dadurch, dass sie aus Korea kommt, schon mal kulturell ein bisschen andere. Ich meine, der Theme-Song ist total cheesy, aber er brennt sich einfach ins Ohr. Ich möchte jemanden da sehen, der nicht Beyond the Game kennt. Ja? Und als der rauskam, haben alle gedacht, oh Gott, diese Boygroup, die das singt, was soll das bitte sein? Das ist nicht E-Sport. Aber das haben sie schon gut gemacht. Sie haben sich halt immer als Spielefestival begriffen, als auch eine Art Kulturveranstaltung und haben es auch so aufgezogen, halt wie eine normale Sportveranstaltung. Flaggeneinlauf und so weiter. Im Prinzip haben sie ja 1:1 das kopiert, was bei den Olympischen Spielen abging. Soweit wie das halt möglich war. Das war schon eine gute Sache. Irgendwann hat man gemerkt, dass es eben nicht so ganz der Realität entspricht, weil außerhalb von Koreas E-Sport eben nicht so eine Position einnimmt, wo dann auf einmal die Leute erwarten, dass es eben in der Art und Weise bei den Olympischen Spielen ein bisschen hochgestochen mit, ich glaube, die koreanischen Kommentatoren saßen natürlich im Anzug da und so. Und mittlerweile hat man gemerkt, naja, das kann man schon ein bisschen cooler machen. Das muss man nicht in der Form machen. Aber man muss, glaube ich, der WCG schon Respekt zollen dafür, was sie da in der Hinsicht erreicht hat in Sachen Präsentation. Also die ganze Außenwirkung, die solche Events wie die 2008 in Köln hatten, das hat sonst niemand geschafft. Also ja. Nicht ESL, nicht MLG.
Das Marco, war einfach beispiellos. Marco, Thema Coolness und auch Anpassung. Also er hat gerade genau richtiger Ansprechpartner. Ja, genau richtige. Wie weit muss man sich anpassen, um den Rest der Welt zufriedenzustellen mit solchen Videos? Ich meine, er sagt, das Video funktioniert vielleicht in Korea, aber außerhalb von Korea halt eben nicht. Jetzt nicht unbedingt, weil die Kommentatoren im Anzug sitzen, sondern einfach nur, weil Schnitt und dieser reine Coolness-Faktor angeht. Ist es wichtig, dass die Leute das Video sehen und nicht sagen, E-Sport, jetzt habe ich meine Eindrücke bekommen, sondern dass sie sagen, ey, das ist cool. Auch wenn das jemand sieht, der vielleicht mit E-Sport nichts am Hut hat. Ist das auch ein Fokus, den man vielleicht ins Auge nehmen sollte? Also in der Regel, wenn man Videos für den E-Sport schneidet oder wenn wir jetzt Videos schneiden, dann hat man schon immer so eine gewisse Zielgruppe eigentlich im Kopf und im Hinterkopf. Ich meine, für uns ist es jetzt relativ leichtes, also der Micha und ich, wir kommen halt eben aus CS-Movies, wir kommen aus Gaming-Movies und aus dem E-Sport. Für uns ist es jetzt nicht schwierig, Videos für unsere Zielgruppe zu schneiden und das ist auch Videos, die wir eigentlich von der Machart in der Regel auch gut finden. Also müssen wir uns jetzt in diesem speziellen Punkt da irgendwie kaum anpassen oder irgendwie verbiegen oder sagen, da müssen wir jetzt groß Kompromisse finden. In der Regel ist das, ja, hast du was? Ja, ansonsten, also wir schneiden das ja schon sehr direkt auf die Zielgruppe zu. Ich würde jetzt schon behaupten, dass die CI zum Beispiel, also die Identity von den Intel Extreme Masters schon darauf ausgelegt ist, auch international halt anzukommen und möglichst grenzenübergreifend zu funktionieren eigentlich. Genau wie bei unserer Sound CI, die halt auch zu der gesamten Show passen soll. Also ich denke, da stecken schon weitere Überlegungen dahinter, dass das funktioniert. Ich glaube, richtig, wo es anfängt, erst wieder ein bisschen kritischer und spannender zu werden, ist dann, wenn halt nicht nur die Gruppe irgendwie E-Sport bedient werden muss, sondern dann zum Beispiel auch die Gruppe, zum Beispiel jetzt mal Sponsoren, um jetzt mal ein relativ aktuelles Thema zu nehmen irgendwie, oder halt eben Leute, die sich mit E-Sport nicht unbedingt auskennen. Da fängt man dann schon halt an zu überleben, was packe ich jetzt in so ein Video rein, um halt eben E-Sport ein bisschen zu zeigen und zu erklären, aber trotzdem jetzt vielleicht nicht ganz so schnell oder so krass zu schneiden oder ein bisschen verträglichere Musik zu nehmen, dass halt Leute mit diesem Video auch was anfangen können, die mit dem Thema vielleicht nicht ganz so viel irgendwie zu tun haben. Und da fängt man dann wirklich an, wo macht man die Kompromisse irgendwie, wo schneidet man das Video anders, als man sonst getan hätte, wenn man sich darüber keine Sorgen zu machen braucht. Ja, der Knochen, der ist natürlich auch fleißig unterwegs. Nicht nur mit dem normalen Stream, sondern auch innerhalb dieser externen Produktion mit seinem E-Sport-Sofa, das er halt ins Leben gerufen hat. Ich glaube, mittlerweile ist es die dritte Staffel. Schöne Grüße an den Knochen. Er ist leider heute nicht zugeschaltet, aber ich weiß, er schaut halt zu. Aber der liebe Matthias hat uns natürlich auch ein paar Statements geschickt, zwei Stück. Und das erste gucken wir uns jetzt an, und zwar seine Meinung bezüglich der Videoarbeit im E-Sport und was sie für eine Bedeutung haben. Wenn wir unterwegs sind auf dem Dreh, dann sind wir drei Personen. Das heißt, dementsprechend Auto muss natürlich gebucht sein. Hotel muss dann wahrscheinlich auch direkt immer zwei Zimmer sein, nicht ein Zimmer, was wir uns dann zu dritt teilen. Das erstmal auf der Produktion selbst. Ansonsten geht es dann großartig weiter. Der schwierigste Teil ist einmal die Vorbereitung. Da habe eigentlich ich zu 99% mit zu tun. Das heißt, es geht damit los, erstmal Spieler zu finden oder Gäste zu finden für die Sendung. Danach geht es weiter. Hat diese Person an den Drehtagen, die wir Zeit haben, überhaupt Zeit? Da gibt es natürlich auch Eingrenzungen. Zum einen von den Kameraleuten muss man gucken, ob sie Zeit haben. Zum anderen geht es über meinen Zeitplan, da ich eben teilweise mit Sendungen eingespannt bin, sei es jetzt 4Players, sei es ESL Pro Series oder eben andere Events, die dazwischen kommen, muss man dann erstmal gucken, wann kann man überhaupt drehen. Für uns ist ganz am Anfang immer schon klar, wann ist die Ausstrahlung. Somit habe ich dann meinen Zeitplan, den ich zurückgehe, Step für Step. Wann muss welche Sendung produziert werden? Welche Sendung muss wann gecuttet werden? Da habe ich meine festen Zeitpläne und weiß eben, wie ich die einsortieren kann. Dann ergibt sich daraus dann letztendlich die Drehzeit. So, vor dem Dreh, wie gesagt, einmal klären die Gäste. Dann, ob die Gäste an dem Zeitraum überhaupt Zeit haben. Dann mit den Gästen klären, was sie für eine Aktivität machen wollen. Wenn es da schon mal so ein bisschen in eine Richtung geht, manchmal gibt es auch das nicht, dann suche ich Sachen raus, die passen, spreche die mit den Gästen ab, worauf sie da am ehesten Bock haben. Dann geht es weiter bei der Aktivität, klären, ist überhaupt an dem Drehtag überhaupt was möglich? Zweitens, dürfen wir dann überhaupt drehen? Und drittens, dann alles einzutüten, wann welche Zeit möglich ist, damit wir letzten Endes auch alles hinbekommen. Der eigentliche Drehtag sieht so aus, dass wir einen Tag vorher anreisen, dort übernachten. Wenn es ein bisschen weiter weg ist, wenn es irgendwie im Umkreis von einer Stunde ist oder sowas, dann ist da natürlich keine Übernachtung vor. Dann fahren wir an dem gleichen Tag einfach hin und zurück.
Dann Drehtag beginnt um 10 Uhr, das heißt vor Frühstück alles, sich soweit Gedanken machen. 10 Uhr ist Start, dann geht es zum Gast und meistens sind wir 18 Uhr zu Ende. Es gibt immer mal Ausreißer, ist natürlich abhängig, wenn eine Aktivität irgendwie eine Stunde entfernt ist. Beispielsweise jetzt mit der Zoe haben wir bis, glaube ich, 23, 24 Uhr gedreht, weil wir erst sehr spät in diese Snowboardhalle konnten, um da zu drehen. Ja, long story short, also Drehtag, 18 Uhr meistens zu Ende, an einem Tag drehen wir wirklich alles, das heißt die Begrüßung, Kurzporträt, die ganzen Interviewparts, genauso wie die Sightseeings und Aktivität, also alles wird an diesem Tag gedreht. Danach geht die komplette Folge, das komplette Material an den Cutter, wir bereiten es soweit vor, dass wir alles Footage von allen Kameras, teilweise drehen wir mit 3 bis 5 Kameras, soweit sortiert wird in die einzelnen Parts, Aktivitäten und so weiter, damit da eine gute Übersicht ist. Und zusätzlich mache ich so ein kleines, Storyboard ist übertrieben. Also ich schreibe rein, was besonders gute Fragen und Antworten waren, was mir noch hängen geblieben ist oder was auf jeden Fall raus muss, damit er schon mal so eine grobe Richtung hat, und er da schon mal so eine kleine Vorauswahl hat. Dann geht's weiter für unsere Designer, dieses Spezialintro. Jede Folge hat ein anderes Spezialintro, wie man kennt's von den Simpsons. Jede Simpsons-Folge hat ein anderes Intro, wie es dann beginnt, wie es am Ende ist, ist immer gleich. So ist es bei uns letzten Endes auch. Beziehungsweise bei den Simpsons ist immer alles gleich, nur das Ende ist ein bisschen anders. So haben wir es eben auch, dass dieser Knochen immer irgendwie was mit diesem Knochen passiert. Das hatten wir in der ersten und zweiten Staffel, sollte immer irgendwas mit dem Knochen passieren. Jetzt ab der dritten Staffel ist alles runder geworden. Da macht dieser Knochen immer die Aktivität. Dann geht es eben für die Designer los. Zum einen das Zeichnen der ganzen Animationen, beziehungsweise der ganzen Figuren, was dann passiert. Der Animateur macht das Ganze dann, danach geht es ins Sound-Editing, um da einen Sound drüber zu legen. Also da sind schon mal mindestens 3 Leute mit beschäftigt, über eine Woche, obwohl es am Ende nur 10, 15 Sekunden sind. Alle anderen Sachen, sei es jetzt die ganzen Design-Elemente, die drin sind, oder eben auch die Werbung, die sind jetzt einmal erstellt. Da gibt es immer mal noch Updates, aber da passiert nichts mehr groß. Das ist so der ganze Stuff dahinter. Und dann geht's letzten Endes an die ganzen Abnahmen, das Ganze klären, was alles noch damit zusammenhängt, Musiklizenzen. Für jede Staffel muss ich neu die ganzen Musiklizenzen beantragen. Da arbeiten wir mit einer Firma in München zusammen. Von denen beziehen wir teilweise Sachen. Dann haben wir glücklicherweise eine Band, die uns ihre Sachen zur Verfügung stellt. Das muss eben alles geklärt werden, geklärt sein. Ja, und dann ist soweit alles organisatorisch ja erstmal unter Dach und Fach. Und dann geht es eben an die Sendung. Meistens gibt es eben 3 Schnittabfolgen. Letzten Endes haben wir eine Version, kriege ich zu Gesicht, wo nur das komplette Interview, der Rohschnitt ist, an dem Inhalt, was drin ist. Da schreibe ich dann eben rein, hier, das und das war noch gut, bitte rein, oder das und das raus, das ist überflüssig. Dann geht's weiter mit einem feineren Schnitt, wo dann die ganzen Kamerafeeds drin sind, ganzen Kamerawechsel und natürlich die Aktivität. Da geht's dann eben nochmal an die Feinheiten, was nicht passt. Dann gibt's die finale Version, die wird auch nochmal zur Endabnahme, ob dann alles passt, und dann wird eben die finale Version komplett rausgerendert und dann ist es fertig. Dankeschön, lieber Knochen! Ja, und bei Knochen, bei diesem Video, da muss man sagen, Knochen gehört zu den Leuten, die sich hier wirklich Gedanken machen. Uli, hast du auch den Eindruck, ich meine, er macht sich hier Gedanken von A nach B. Also ich habe mit ihm sehr guten Kontakt. Wir haben heute auch nochmal eine Runde telefoniert wegen Weekly, wo er mir auch nochmal Feedback gegeben hat. Wir tauschen uns immer sehr, sehr gerne aus, auch was seine Projekte angeht. Und im Übrigen, Knochen, wir werden jetzt gleich deine Sendung auch zerpflücken. Aber siehst du das genauso, dass es auffällt, wie viel Gedanken er sich um die Produktion macht? Ja, ich finde nicht nur um die Produktion, um das ganze Projekt. Also er bewirbt sich aktiv, er postet regelmäßig. Ich meine, er hat ja auch mit Readmore relativ eng zusammengearbeitet, sodass halt rechtzeitig immer die News da ist zu dem Zeitpunkt, wo dann die Folge auch rauskommt. Also man merkt ihm an, dass das ein Herzensprojekt ist. Das merkt man auch den Folgen selbst an, muss man sagen. Also klar, ich finde, man sieht auch im Vergleich zu einer Query-Folge, wie wir sie mit Grubby hatten, mit deutlich mehr Aufwand,
ist es natürlich ein bisschen herabgefahren von dem Aufwand, der einfach personell dahinter steckt. Aber so bisher, jetzt ist ja die dritte Staffel mittlerweile, habe es eigentlich eine relativ breite Auswahl von Gästen. Und es war auch immer gut gemacht. Es ist ja mittlerweile der Daniel Peschenk, glaube ich, auch involviert. Und also ich finde es sehr gut, dass es so ein Projekt gibt. Auch wenn ich glaube, dass es nie die Aufmerksamkeit erfahren wird, die es eigentlich bekommen müsste, ja, weil es dafür zu lang ist für den Durchschnittsbenutzer, zu wenig Kern-E-Sport. Sicherlich sehr interessant und ich schaue die Folgen gern und lerne dabei auch Leute kennen, die ich vorher eigentlich überhaupt nicht kannte. Aber ich glaube, es ist insgesamt nicht nah genug dran an dem, was die Zuschauer, was die Masse der Zuschauer will. Aber es ist trotzdem ein tolles Projekt. Also es ist schön, dass es immer noch läuft. Also man merkt natürlich auf jeden Fall, dass der Knochen da so ein Herzblut reinsteckt. Nochmal zu einer Aussage. Ich weiß nicht, ob die Produktionsqualität insgesamt wirklich so entscheidend ist bei dem Format. Es ist halt einfach, das Besondere ist halt einfach, dass der Mensch halt wirklich hinter dem sozusagen Nick gezeigt wird und dass wenn E-Sport-Themen halt angesprochen werden, dass die gleichzeitig wieder verknüpft sind mit wirklich sehr persönlichen Sachen. Das finde ich wirklich ziemlich gut, weil die meisten ja E-Sport-Interviews eigentlich nach einem einfachen Schema ablaufen, wie jetzt, ich vergleiche es gerne immer mit Musiker-Interviews, wie heißt dein nächstes Album, wie viele Features, wer wird gefeatured und so weiter. Und so hat man wirklich ein bisschen mehr Tiefe und man lernt halt wirklich den Mensch kennen. Also insgesamt muss ich sagen, also, dass ich die Idee wirklich sehr gut finde und dass sowas halt auch echt eine Ausnahme ist insgesamt. Man muss auch dazu sagen, dass es heute viel schwieriger geworden ist, da noch was Exklusives, wirklich Interessantes zu machen, weil die Spieler streamen die ganze Zeit, sie tweeten die ganze Zeit, sie äußern sich ständig in Foren. Wenn ich daran denke, wie vor 5 Jahren, wie zugänglich Counter-Strike-Spieler waren, im Prinzip gar nicht. Es gab so viele, mit denen habe ich das erste Mal direkt gesprochen, als ich auf dem Event war. Und heute, jemand wie Idra streamt den ganzen Tag, über den lernst du halt, wenn er einen Tag streamt und zwischen Sachen erzählt, und dann gibt es noch Evil Geniuses-Videos und so weiter, da lernst du wahrscheinlich mehr über den, als dir jemals ein 30-minütiges Format mitteilen könnte. Deswegen ist es halt deutlich schwerer geworden, da interessante Sachen zu machen. Und ich glaube, in dem Licht muss man schon noch mal mehr Respekt davor haben, was Knochen da auch hinbekommt. Weil ich finde das sehr schön entspannt. Also man merkt, klar gibt es so ein paar Standard-Sachen, die am Anfang kommen, so kurze Fragen, kurze Antworten, okay. Aber dann lässt er auch die Gespräche sich entwickeln. Und wenn es halt nicht genau in die Richtung geht, die er haben möchte, dann geht es halt nicht in die Richtung. Aber solange es interessant bleibt, ist es, glaube ich, das Allerwichtigste an dem Format. Ja, ich hab heute mit ihm telefoniert und wir haben über, ich glaube, das war gestern oder heute, entschuldige, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber da ging es halt auch darum, dass er die Cutter, du hast es eben angesprochen, Daniel Peschenk schneidet zurzeit die aktuelle Staffel, die erste hat der Moritz geschnitten und die zweite, ich weiß gar nicht, wer die geschnitten hat, aber es gibt dort auch immer eine Weiterentwicklung und das sind immer kleine, feine Sachen, die der Mensch Marco auch gar nicht so direkt wahrnimmt. Vielleicht ist der Schnitt besser, vielleicht passt alles besser zueinander, aber der Mensch nimmt das immer nur als Gesamtes wahr, dass er sagt, die Folge war super, aber nicht, dass er sagt, das war der Schnitt. Kleinigkeit, eine Bauchbinde, die animiert ist, die reinfliegt. Er hat halt Bauchbinden, am Anfang gab es die gar nicht so, die sind halt rein, dann wird quasi die Facebook-Adresse da eingeblendet. Ist es richtig, dass der Mensch das nur im Gesamten immer wahrnimmt und gar nicht so in diesen Feinheiten, wie wir das vielleicht tun, weil wir jeden Tag damit arbeiten? Ja, optimalerweise nimmt das in meinem Gesamten wahr, wenn ihn halt nichts gestört hat. Also Einzelheiten fallen in der Regel dann immer auf, wenn sie halt negativ auffallen. Das ist gerade im Video ganz, ganz krass der Fall. Und man merkt genau, okay, da hat mir jetzt Schnitt XY noch nicht gepasst, das Lied fand ich gar nicht gut oder das waren jetzt 5 Minuten Part von einem Interview, die fand ich total langweilig. Dann nimmt man sowas als Einzelheit auch wahr, wenn so eine Sache stimmig ist und was gerade bei Knochens E-Sport-Sofa ja auch immer noch mehr und noch mehr der Fall wird und jede Staffel ist halt immer noch eine ganz starke Weiterentwicklung zu den letzten, dann nimmt man halt einfach nur noch wahr, ach, jetzt habe ich mich echt 30 Minuten gut unterhalten gefühlt, ich bin informiert irgendwie, ich habe Leute kennengelernt und dann fällt einem eben auch nicht auf irgendwie, ach, da war ja was mich gestört hat. Micha, was die Produktion beim Knochen E-Sport-Sofa angeht, ich finde es auch super, der Content ist Bombe, er ist sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe hin und wieder mal gelesen, vielleicht sollte man ein bisschen Variation reinbringen, der Aufbau ist im Prinzip ja immer gleich. Die Anmoderation, die wir haben, dann geht es über zu dem Spieler oder zu dem Protagonisten, der vorgestellt wird in diesen Close-Up-Fragen mit verschiedenen Fragen, die da gestellt werden. Und von daher geht es dann über in einen Talk, wo dann kommt diese Action, wo man Boot fährt, wo man Paintball spielt, Snowboard fährt, was es da alles gibt und am Ende halt nochmal ein Schlusstalk. Die sind ja relativ lang. Ich würde mal jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, 15, 20 Minuten. Sollte man solche Szenen
etwas auflockern mit Bildmaterial, entweder Bewegtbilder oder ganz normale Bilder, die einfliegen, damit man dieses Statische aus diesen längeren Szenen rausbekommt? Könnte man machen, um halt diverse Aussagen zu unterstreichen, aber insgesamt glaube ich nicht, dass es ein Must-Have ist für das Format, weil es wirklich dann letzten Endes darauf hinausläuft, sich Zeit zu lassen, irgendwie, ja, das Gespräch halt wirklich intim, ein bisschen intim zu führen und dadurch halt auch auf Themen zu kommen, die man normalerweise vielleicht nicht angesprochen hätte. Genau dazu dient ja auch der Teil, wenn sie zum Beispiel Sport machen oder irgendwelche besonderen Aktivitäten. Das ist genau das Gleiche, wenn von Stuckrad Barre halt irgendwie Zigarette raucht in der Sendung. Er will halt einfach Normalität schaffen und dadurch halt dann vielleicht dem Gast noch ein bisschen mehr rauskitzeln, glaube ich. Vor allen Dingen ist das auch eine Sache, die hat dann ab einem gewissen Punkt auch wirklich mit Aufwand zu tun, mit Zeit und dann irgendwann auch wieder finanziellem Aufwand. Wenn man sagt, okay, wir drehen jetzt nicht irgendwie 10 Minuten Schnittbilder in der Wohnung, die wir hinterher in den Interviews verschneiden, dann muss man halt irgendwie, keine Ahnung, muss man gleich die doppelte Zeit drehen. Wenn man sagt, man muss jetzt zu dem Bereich irgendwie, will man noch Bilder haben oder man will jetzt mehr Abwechslung schaffen, das geht ganz, ganz schnell da rein, dass man irgendwie noch mehr Zeit braucht, dass ein Drehtag nicht irgendwie 8 Stunden ist, sondern irgendwie 10 oder man braucht einen zweiten Kameramann oder. Und das sind irgendwann wirklich Effizienzüberlegungen, wo man dann dahin kommt und sagt, du ganz ehrlich, es bringt uns vielleicht nur 10-20% Verbesserung der Show, aber mach den Drehtag jetzt um 50% oder 100% länger, dann sagen wir einfach, hey, das können wir uns so in dem Moment noch nicht leisten, das kommt vielleicht irgendwann später, wenn sich die Produktion insgesamt ausdehnt, aber so lohnt sich das für uns im Moment einfach noch nicht. Man muss auch dazu sagen, wenn in anderen Bereichen solche Berichte gedreht werden, also jetzt im normalen Sport, dann ist es ja, kommt es ja sehr selten vor, dass jemand losgeht und Material dreht nur dafür und dann nur dieses Material verwendet. Sondern gibt es viel Archivmaterial, was er verwenden kann. Material, was halt in einer gewissen Standardqualität aufgenommen ist, was er dann damit dafür verwenden kann. Wenn ich jetzt tatsächlich, und im E-Sport gibt es einfach ganz wenig Sachen, da ist jetzt vielleicht jemand wie ESL-TV besser aufgestellt, was viel Material aus, von den Events gibt. Aber ansonsten muss ich tatsächlich alles selbst drehen. Und ich glaube, jemand, der das noch nie selbst gemacht hat, der versteht einfach nicht, wie es ist, tatsächlich 10 Stunden zu drehen, um daraus eine 30-Minuten-Sendung zu haben. Und 10 Stunden drehen heißt halt nicht 10 Stunden die Kamera irgendwo hinhalten, sondern 10 Stunden aktiv Bilder machen. Also das sieht man natürlich am Ende nicht mehr. Und es gehört auch dazu. Und man kann ja von keinem Zuschauer erwarten, dass er jedes Mal hochrechnet auf die Anzahl von Material, die in dieses Format eingeflossen ist. Aber das ist im E-Sport schon relativ besonders, dass man eben tatsächlich häufig explizit nur für das Video dreht, was am Ende dabei entstehen soll. Und es macht den Aufwand natürlich nochmal viel höher. Und dann überlegt man natürlich, okay, was bringt es mir am Ende? 2000 Klicks mehr lohnt halt ein Kameramann mehr zum Beispiel nicht. Also das muss dann schon exponentiell höher sein. Und ich glaube, so groß ist dann die Qualitätserwartung noch nicht, dass jemand sagt, mir fehlt in dem Interview die zweite Kameraperspektive, das schaue ich mir jetzt nicht an. Weil es geht ja schon eher um die Inhalte. Ich kenne es halt von mir, als ich damals zu Turtle kam und festangestellt war. Ihr müsst wissen, ich kam in die Firma, ich wollte die Welt verändern. So kommt man ganz gerne mal in diesen E-Sport rein. So ging es mir. Ich wurde auch schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Michael, du erinnerst dich dran, wir haben dann die Serie Behind the Screens haben wir gestartet. Ich war mit dem Tristan, ehemaliger Kameramann von uns, wir waren unterwegs, haben 5, 6, 7 Stunden Material gesammelt. Ich glaube, die erste Folge war, lass mich lügen. Was war die erste Folge? Aufbau des IFNGs war die zweite. Die Elternlage, genau. Wir haben halt so viel aufgenommen und ich kam hier an, wir haben alles digitalisiert und ich habe gedacht, okay, ja, super geil, jetzt kriegen wir hier eine Stunde, ein ganzes Stundenformat kriegen wir halt eben hin. Wir haben es nicht geschafft, wir sind auf 5 Minuten, glaube ich, gekommen. Unterm Strich die zweite Folge 7 Minuten. Das längste war die BTS mit SK Gaming, die wir in Englisch gemacht haben, die über 20 ging, aber da musste ich 5 Tage lang durchdrehen. Uli, inwieweit ist das ein Problem, diese langen Formate? Nimm mal nicht nur Knochen des E-Sports-Sofa, nimm auch diese Sendung. Sie geht 1 Stunde, letztes Mal 1,5 Stunden. Ist es ein Problem, dass es dann tatsächlich von Anfang bis Ende meistens immer nur die Leute gucken, die auch wirklich das Interesse aufbringen? Vergleichst du das vielleicht mit nimm mal Fußball, das Fußballspiel gucken sich 20 Millionen Menschen an, danach kommt die Geschichte zwischen Schalke, die Rivalität zwischen Schalke und Dortmund und das gucken sich dann halt nur 1 Million Menschen an. Ist es so das, was das Problem auch im E-Sport mit sich zieht, dass es bedeutend weniger Leute gucken, als es halt ein Livestream ausmacht? Ein Problem ist es insofern, als dass halt die Produktion eines Livestreams, anders als beim Fußball, bedeutend billiger ist als die Produktion eines tatsächlichen Videos. Weil für einen Livestream brauche ich irgendwo einen Rechner und eine Person, die ein Mikro spricht. Das kann ich ja beim Fußball oder bei jeder anderen Sportart völlig vergessen. Da brauche ich ja schon mal allein 10 Kameras, um alles zu erfassen. Am Ende für den Spieler brauche ich nur noch 2 oder 1. Beim E-Sport brauche ich dann erstmal überhaupt eine Kamera, was vorher gar nicht nötig wäre, ja, weil auch eine Webcam es tun würde. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Also ich meine, man kann auch mit einer Sportart leben, die halt nicht
die halt nicht diese expliziten Features und Zusatzberichte in der Form hat, wie es woanders üblich ist, sondern das halt mehr über die Streams und mehr über die normalen Kanäle, Foren, was weiß ich, die der E-Sport ja eh schon hat. Das gibt es ja im Fußball nicht. Also niemand wird mit Podolski irgendwo in einem Forum so richtig diskutieren regelmäßig. Mit Idra auf Team Liquid funktioniert das schon mal. Insofern finde ich es jetzt nicht so problematisch, aber es macht es natürlich schwieriger, ganz einfach, weil das Verhältnis so verschoben ist im E-Sport. Und auf der anderen Seite ist eben auch die Würdigung für die Qualität dann nicht so hoch, wie es sein müsste, um die Kosten zu rechtfertigen. Das ist ja bei Artikeln zum Beispiel auch so. Also wenn ich in einen Artikel 10 Stunden Zeit reinstecke, dann wird er wahrscheinlich meistens trotzdem weniger Klicks erzeugen, als wenn ich einen News poste, Mauspost löst sich auf. So, und schon das eine ist simpel, weil ich habe es irgendwo abgeschrieben, das andere habe ich 10 Stunden Arbeit gesteckt. Es hilft mir vielleicht mit meinem Namen und in der Aufbildung einer Reputation, im Aufbau einer Reputation, aber es hilft mir halt nicht finanziell. Und das ist manchmal eben dann doch wichtig, dass man die Dinge auch finanziert, die man tut, auch wenn das im Öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal nicht ganz so ankommt. Marco, ist das ein Problem, dass E-Sport-Videos, lassen wir die Streams außen vor, dass weniger vielleicht manchmal mehr ist, was die Zeit angeht? Ich meine, YouTube, Twitch, da wo die ganzen Videos gehostet werden, hochgeladen werden, sind ja bekannt dafür, die Leute gucken, klicken einfach mal eben rein, auf die Schnelle. Das wollen sie ja eben machen. Ich gehe auf YouTube, nicht damit ich eine Stunde Fernsehen gucke. Ist das ein Problem? Nee, ein Problem ist das nicht. Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie auseinandernehmen. Man sieht es auch an den Videos, die wir immer machen. Wir produzieren auf Events relativ viele Videos unterschiedlichster Art. Also eine große Sparte, die wir haben, sind so Interviews mit so Spielern oder sowas. Und wo Leute befragt werden, die halt direkt mit dem E-Sport zu tun haben. Und da sieht man dann schon relativ häufig, die haben so in der Regel, wenn es gute Interviews sind von starken Events, wie jetzt irgendwie CeBIT World Championship oder sowas, haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal 10.000, 15.000 Klicks. Das sind dann aber schon sehr, sehr starke Interviews eigentlich. Jetzt bis auf die wirklichen Features, die dann mal länger sind und auch länger produziert. Und dann sieht man aber schon, wenn der Micha irgendwie ein Highlight-Video cuttet, das hat dann halt einfach mal irgendwie über ein paar Tage irgendwie 80.000 Klicks oder 100.000 Klicks. Das ist natürlich finanziell, nimmt sich das beides nichts. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das eine Video ist irgendwie unglaublich viel mehr Geld wert als das andere Video. Aber es ist trotzdem so, dass man sagen kann, das eine Video kommt eben besser an, es wird mehr angeschaut und dass man da auch sagen kann, diese Mühe, die da reingesteckt wurde, die lohnt sich auch. Klar ist der Content halt immer König. Wenn man zur richtigen Zeit mit der Kamera am richtigen Ort ist und da drauf gehalten hat und man hat gerade irgendwie was, was absolut einmalig ist oder was einfach wirklich einen absoluten Maßappeal trifft, dann kann das so schlecht gefilmt sein mit der schlechtesten Handycam der Welt. Man kann es auf 240p einstellen bei YouTube und es kriegt halt irgendwie 1 Million Klicks in einem halben Jahr. Das ist dann nun mal einfach so. Aber das kann immer passieren. Das ist einfach die reine Content-Frage. Dennoch kann man immer sagen, je mehr Mühe man sich gibt mit einem Video, mit dem richtigen Know-how dahinter, desto besser wird es halt eben aufgenommen. Also die Regel gilt eigentlich fast ausnahmslos. Ich finde, was bei E-Sport-Videos insgesamt ziemlich schwer ist, ist einfach das Abbilden dieses Sports an sich. Deshalb sind auch so früh, denke ich mal, CS-Videos entstanden oder insgesamt halt Ingame-Videos. Weil man muss sich halt vorstellen, dass egal, nimm irgendeine Sportart, es kann von Eishockey bis Stabhochsprung sein, der Bewegungsablauf an sich ist ja schon eigentlich eine schöne Sache. Du kannst halt einen Skateboardfahrer zeigen und jemand, der überhaupt nicht affin ist zum Skateboard-Sport, der wird halt trotzdem irgendeinen Trick in der Pipe halt cool finden oder halt wenigstens, ja, es sieht halt gut aus. Du weißt, was ich meine. Es gibt halt einen Bewegungsablauf. Und den hat man dann im E-Sport eigentlich in der digitalen Welt. Er wird verlagert, wenn du so willst. Klar, es gibt Emotionen auch direkt am Rechner, aber das Geschehen an sich ist so ein bisschen zweigeteilt und das insgesamt ist eigentlich so eine Herausforderung eigentlich, wenn also man versucht, den E-Sports abzubilden. Weil der Spieler ja immer vor seinem Monitor ist. Ich meine, das ist ja das Bild. Wenn der Spieler spielt, er ist vor seinem Monitor, wenn er gewinnt, er springt auf und jubelt. Aber die Dynamik, wenn man wirklich nur diese beiden Szenen nehmen würde, wie er da 5 Minuten vor seinem Rechner ist, den macht. Von daher spielen halt mehrere Komponenten zusammen in den Videos. Es ist die Musik, wie wir das gesagt haben. Es sind die Kommentatoren, die im Hintergrund abgehen, am Schreien sind, was wichtig ist, die richtigen Szenen zu finden. Und hier, da hat auch jemand eine Frage gestellt, ich glaube, das war auf Readmore oder im Chat. Wie wichtig ist es, dass die Person, die solche Videos schneidet, auch die Ahnung von dem Spiel hat? Marco, ich erinnere mich, ESL-TV bzw. Turtle-TV, wir haben für Riot auf der DreamHack produziert, da haben wir die ersten Finals von Riot übertragen und
Ihr wart halt eben da und du hast zu dem Zeitpunkt noch nicht LOL gespielt. Ich habe noch nicht LOL gespielt. Du hast noch nicht LOL gespielt. Ja. Du hast CS gespielt und er hat gesagt, hier, mittlerweile bist du addicted, du zockst es wie blöd, aber er hat gesagt, du musst es zocken und du musst es verstehen, damit du die Videos auch schneiden kannst. Ja, keine Frage. Also alle, die in der Produktion beteiligt waren, mussten haben eine Fortbildung, ja nicht unbedingt, aber haben eine Fortbildung bekommen quasi bei uns. Es wurde halt quasi, ja, Marco hat uns erklärt halt. In LOL, ja? Eine Fortbildung in LOL. Wir saßen alle in einem Raum, er hat uns diverse Sachen, die Map an die Tafel gezeichnet. Und dann gab es einen Zeigstock und dann wurde hinterher ein Test geschrieben. Ohne Brille. Unangekündigt. Ja, zum Knochenvideo, wir haben leider das eine übersprungen, ist nicht so schlimm, jetzt waren wir noch beim Thema Cebit. Wir haben noch ein kleines Video. Ja, noch eine Sache sagen. Natürlich, Uli, schrei rein. Wir haben uns ja gerade über die Verbreitung von Videos auch Gedanken gemacht und da gibt es ja zwei Aspekte. Zum einen gibt es natürlich Videos, die sich leichter verbreiten, weil sie einfach viral sind. Wenn ich daran denke, wir haben zum Beispiel einen April-Scherz gemacht, dass die IEM halt keine Koreaner mehr zulassen. So, das hat einen Tag gedauert, das heißt 60.000 Abrufe. Ganz einfach, weil es sich automatisch verbreitet. Ich glaube, Leute werden auch an anderem Content interessiert, aber er verbreitet sich eben nicht so leicht. Eine Query-Folge von einer Stunde, da würde ich mir auch schon überlegen, ob ich das auf meinem Facebook-Account poste. Ja? Klar. Eine Stunde Video und so, weil da schaut niemand einfach mal so rein. Und da muss man, glaube ich, dann selbst aktiver werden. Zum anderen ist das Angebot natürlich auch viel größer. Zum Zeitpunkt, als ein CS-Movie wie Frag or Die rauskam, 2003 oder wann das war die einzige Möglichkeit, solche Frags in der Abfolge irgendwo zu sehen. Das hat man natürlich dann weiterverteilt. Und damals waren die Möglichkeiten ja noch viel geringer. Das hat sich dann über LANs weiterverteilt, weil Byteband noch nicht so verbreitet war. Und heute ist es halt, irgendwie hat man ja immer was, was man sich anschauen kann. Das heißt, die Leute müssen gar nicht mehr aktiv danach suchen, irgendwo Zusatzcontent zu bekommen und gucken dann, okay, da ist eine interessante Doku, sondern es gibt viel zu viel, was es anzusehen gibt. Alleine StarCraft 2 und dann noch die anderen Spiele, von denen noch gar nicht angefangen. Das heißt, man muss bei solchen Sachen dann wahrscheinlich aktiver die auch bewerben, was natürlich schwierig ist. Also, aber das glaube ich, häufig auch ein Faktor, dass es nicht die Qualität des Videos ist, sondern einfach, welche Viralität besitzt es, wie verbreitet es sich selbst. Man kann natürlich dem Ganzen auch immer auf die Sprünge helfen, was von vielen Leuten ja mittlerweile, oder was nicht von allen, aber was gerade der deutsche Markt ist ja sehr zurückhaltend, gerade im E-Sport, was Twitter angeht zum Beispiel, oder Reddit, was ja sehr international genutzt wird. Aber beim Thema E-Sport und auch beim Thema Cebit haben wir ein kleines Video. Und liebe Regie, ich hoffe, wir können halt nur eine Minute rein switchen, dass wir direkt wieder zu uns zurückkommen. Also gucken wir mal kurz rein ins Cebit-Video. What's up, you guys, and welcome to day two of the Intel Extreme Masters World Championship. Willkommen zurück hier aus unserem Talkset. Michael, wie schwierig ist es immer wieder was Neues zu kreieren, was solche Videos angeht? Highlight-Videos, ich meine, die Abläufe sind ja ähnlich. Das Turnier geht los, es wird gespielt, die Spieler sind am Jubeln. Und wie schaffen wir es immer wieder, das darauffolgende Video und vielleicht sogar gerade auf der Messe, wo es besonders anspruchsvoll ist, was innerhalb von 5 Tagen 5 Videos und nicht irgendwie mit 2 Monaten Pause dazwischen. Ich meine, wie kriegt man das hin, dass man aus dem im Prinzip Gleichen immer wieder was Neues erfinden muss? Naja, also wir machen uns aber auch ein bisschen Gedanken. Viele Videos, zum Beispiel im letzten Video sieht man am Anfang die Stuhlreihen quasi im Zuschauerraum leer und so Sachen, die haben wir vorher schon ein bisschen besprochen, damit wir wissen, wie so ein bisschen das Gerüst aussehen könnte, der Rahmen. Aber letzten Endes ist halt
immer stark abhängig von den Sachen, die passieren. Wenn wir halt wirklich gutes Footage haben an einem Tag, dann ist es auch kein Problem, daraus ein sehr gutes Video zu machen. Das ist dann, wie auch schon besprochen, immer musikabhängig im Teil. Und ich weiß nicht, ich orientiere mich da eigentlich irgendwie ziemlich nach meinem Instinkt, würde ich sagen. Ich schneide jetzt nicht nach irgendeinem Schema oder orientiere mich an anderen E-Sport-Videos, weil ich würde behaupten, dass es so Videos, wie wir es jetzt manchmal bei der CeBIT rausgehauen haben, mit solchen Spielemotionen, mit dieser ganzen Slow-Mo-Ästhetik eigentlich so im E-Sport noch nicht vertreten sind. Und von daher nehmen wir da eh gerade mit den Videos so eine kleine Vorreiterrolle ein. Und ich mache einfach was mir gefällt und wo ich denke, das wird gut ankommen. Ja. Das hab ich festgestellt. Wir haben in Sao Paulo haben wir sehr viel, ich glaube, die ersten zwei oder drei Videos haben wir ganz regulär mit einer DSLR gedreht, die halt keine 60 Frames gemacht hat, sodass es halt schwierig war, dort saubere Zeitlupen rauszukriegen. Marco, du bist ja einer konstant 60 FPS, immer Zeitlupen. Inwieweit hat man mit den Zeitlupen den Vorteil, ein besseres Video zu schaffen als ohne? Vielleicht solltest du erstmal noch erklären, worum es überhaupt geht. Bei 60 FPS. Also. Ach, muss, verzeiht, ja, natürlich. 60 FPS, das heißt 60 Bilder pro Sekunde. Das bedeutet, man kann halt in der Geschwindigkeit, in der Abspielgeschwindigkeit im Videoschnitt um 50% runtergehen. Das Bild ist sauberer und flüssig. Also man kann natürlich auch mit einer ganz normalen Kamera mit 25 Bildern pro Sekunde kann man runtergehen, aber das Bild wird, ja, was kann man sagen, es ruckelt, es wackelt, es sieht nicht so flüssig aus, oder? Nee, das ist, insgesamt ist Zeitlupe einfach immer schon ein Gütesiegel gewesen für, da steckte eine teure Kamera hinter oder teure Produktionstechnik. Deswegen wird das so oft eben als sehr hochwertig wahrgenommen. Klar, es gibt natürlich viele Sachen, die sehen ein bisschen eleganter aus und auch wenn man jetzt Kameraschwenks und Kamerabewegungen hat, die sind einfach ein bisschen ruhiger, weil es auch relativ einfach ist, mit nicht professionellen Kameras ein Bild zu verwackeln. Das wird dann dadurch natürlich ein bisschen aufgefangen. Aber man kennt eigentlich Slow-Mos früher nur aus Videos, die unfassbar teurer waren oder halt eben Kino waren oder halt eben Werbespots mit sechsstelligen Budgets. Und das ist jetzt halt eben in einen Bereich reingerutscht, den man halt für eine 500€ DSLR irgendwie, muss man einfach in den Laden gehen, kauft sich so ein Ding und kann halt eben Slow-Mo-Videos machen. Wundern sich halt völlig. Ich meine, wir haben halt solche 8.000-Euro-Mopeden hier rumstehen an Kameras und dann kommt jemand daher mit einer, nehmen wir das Objektiv dazu, 1.500€ Kamera, 1.200€ Kamera und macht halt Bilder, die halt gefühlt achtmal so gut sind. Ja, das hat einfach viel mit dem visuellen Eindruck zu tun, den das Footage dann halt hinterher vermittelt. Es ist nicht so, dass das Video dadurch teurer ist oder dass das Video vielleicht auch an sich gar nicht unbedingt besser ist, aber es vermittelt einfach einen hochwertigeren Eindruck und es ist natürlich auch viele Details. Man kann in der Slow-Mo, wenn ein Spieler aufspringt und mal die Arme hochreißt oder sich freut oder ein MC, der halt sich den Pokal greift oder dann im Publikum High Five abholt, man kann natürlich auch noch ein paar mehr Details erkennen in so einer Slow-Mo, aber insgesamt ist es einfach wirklich ein hochwertigerer Bildeindruck quasi. Uli, der Michael hat vorhin gesagt, dass er sehr speziell auf die Zielgruppe schneidet, aber was muss man an solchen Videos verändern, um das Ganze vielleicht für die breite Öffentlichkeit einfach viel zugänglicher zu machen? Ich meine, Marco hat ja gesagt, dass wenn man solche Videos für Partner schneidet oder Partnervorstellungen, wenn man halt das einem Management vorstellen möchte, klar, da muss man halt darauf achten, dass man denen das auch irgendwie vermittelt, was passiert da überhaupt genau, aber dafür hat man noch die Leute vor Ort, die das Ganze noch erläutern, aber was muss man ändern, um es einfach der breiten Masse zugänglicher zu machen? Dass der das anguckt und weiß, oh, das ist cool, das ist E-Sport. Das finde ich ein ziemlich schwieriges Thema. Wenn ich einen Snowboard-Film drehe, dann mache ich den ja auch nicht langsam, damit die Leute sehen, wie Snowboard eigentlich funktioniert. Also ich will ja. Aber Snowboard ist ein bisschen einfacher und man kennt es. Ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass man es mit einem Video hinkriegt, jemanden E-Sport zu vermitteln, egal wie man es anpasst. Also nicht so ohne weiteres. Aber die Emotionen und die Leidenschaft dahinter, das kann man schaffen. Auf jeden Fall. Aber das machen die Videos ja im Moment auch schon. Muss man das Ganze? Klar ist es natürlich, also man kann das Verhältnis in-game zu aus dem Spiel überdenken. Wobei das aus meiner Sicht immer die Gefahr mit sich bringt. Lange hat man es versucht, die Spieler so als Stars und ein bisschen zu versuchen, ja, E-Sport hat zwar Ingame, aber lass uns mal hauptsächlich außerhalb des Spiels filmen und so, weil das sieht dann toll aus. Aber das ist ja nicht der E-Sport. Der E-Sport ist, wenn jemand Ingame eine Sache macht. Das heißt, man kann natürlich das Verhältnis ein bisschen anpassen, um das Leuten zugänglicher zu machen. Und natürlich ist es für mich nachvollziehbarer, wenn ich sehe, wie auf einer CeBIT Leute jubeln, auch wenn, wir hatten ja vorhin die Anpassung von Jubelszenen, manchmal jubeln die ja nicht beim Spiel, sondern weil sie T-Shirts fangen und am Ende sieht es halt so aus, als würden sie fürs Spiel jubeln. Klar. Aber also solche Szenen verstärken natürlich den Eindruck, dass es nicht einfach was ist, was jemand einsam in seinem Kämmerchen macht. Aber ich glaube, man sollte sich generell, ob das bei Videos ist oder auch woanders, nicht zu sehr anpassen. Das ist halt so und mittlerweile muss man auch nichts mehr konstruieren dafür. Die Events sind alle groß genug, die Leute jubeln freiwillig, da muss keiner mehr dazu animiert werden. Sodass man eigentlich die Szenen so nehmen kann
und sie auch ins Spiel, in das Video übertragen kann. Und auch die Spieler sind ja mittlerweile ein bisschen aktiver. Früher haben sie ja gar nichts gemacht. Jetzt gibt es einen MC, der daraus quasi ein Feature seinerseits gemacht hat, dass er halt eben immer in besonderer Art und Weise jubelt oder auftritt. Richtig. Ja gut, die Spieler streamen natürlich auch. Und Marco, findest du, dass das Ganze überbewertet wird? Es gibt ja Free-Streams, seien die HD oder nicht, lassen wir das mal außen vor. Aber prinzipiell, dass die Leute bemängeln an, jetzt nicht nur an uns, vielleicht auch an anderen E-Sport-Organisationen, wieso es nicht so einfach zu realisieren ist, wie es bei den Spielern ist. Ich meine, findest du, dass die Leute es einfach komplett unterschätzen, was für ein Setup man da fahren muss, dass es nicht einfach nur der Bildschirm ist, den man abgreift und die Webcam? Ja, das... Du guckst ja sehr viele LoL-Streams. Ja, guckst definitiv. Ja sehr viel. Das hat einfach viel damit zu tun, dass man es oft nicht unbedingt einschätzen kann. Es gibt viele Leute, die sind in so einem Studio, wie wir das hier haben, einfach persönlich noch nie gewesen. Es gibt zwar Leute, die haben mal Fotos gesehen, aber die waren zum Beispiel bei so einer Produktion mal noch nie dabei. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier irgendwie Mini-ARD schieben oder sowas, aber sind doch nun mal schon mal irgendwie zwei Kameras und es sind doch nun mal schon mal zwei Kameraleute. Und das sind einfach alleine schon mal irgendwie, wenn man die Arbeitszeit jetzt mal komplett außen vor lässt, irgendwie, keine Ahnung, knapp 10.000 Euro mehr, als irgendwie ein Typ bei sich zu Hause im Zimmer stehen hat, der gerade einfach mal eben mit X-Split irgendwie seinen LoL-Stream halt rausschickt. Das ist halt einfach eine sehr hohe Kostenfrage und vor allen Dingen auch eine Frage der Kostenumverteilung. Der Typ muss sich halt um nicht viel kümmern irgendwie. Der hat eigentlich kaum externe Kosten, bis gar keine, schickt seinen LoL-Stream raus, verdient über die Werbeeinnahmen damit noch ein bisschen Geld. Wir sind eine Organisation oder auch andere eine professionelle E-Sport-Organisation, die dann den Stream als sowohl Vermarktung als auch einfach als Darstellung des E-Sports nutzen. Die müssen halt eben auch Kosten umverteilen. Wenn ich irgendwie einen Monat bei mir arbeite, bei mir am Arbeitsplatz und jetzt mal nicht unbedingt direktes Geld damit verdiene und das Studio trotzdem noch kostet und alles kostet, dann kann man auch eben mal sagen, okay, wir haben jetzt auf der Cebit noch einen Stream, den irgendwie mehrere Millionen Leute gucken, den Traffic dafür können wir einfach nicht umsonst anbieten, den HD-Traffic. Das sind einfach ganz klare Effizienzfragen, die jeder natürlich ungern beantworten möchte mit irgendwie, okay, die User müssen dafür jetzt was bezahlen. Aber wenn es eben einfach daran geht, okay, dann können wir in zwei Monaten einfach unseren IP-TV-Sender, der sich mit E-Sport beschäftigt, nicht mehr führen. Da muss man natürlich ganz klar sagen, sorry, es gibt halt eben nur einen Free-Stream mit etwas geringerer Qualität und der Rest ist halt eben ein Pay-TV-Stream quasi. Ja, und häufig gibt es ja Leute, die dann eben genau in die Richtung gehen und sagen, ja, es gibt so viel Day9TV und so und das kostet uns alles nichts. Day9TV ist schon was anderes als eine Produktion auf einer Messe. Ich würde halt so weit gehen, zu sagen, man muss auf jeden Fall sehen, also wenn man halt irgendwie zum Bezahlen aufgefordert wird oder wenn es eben ein hochwertiger Stream ist, muss man natürlich auch sehen, dass das Geld, was da mehr drin steckt, auch was bringt. Also das steht außer Frage. Aber ich glaube, die Leute sollten auch schon mal ein bisschen realistisch bleiben. Also wer einen Cebit-Stream mit Day9TV vergleicht, der hat einfach nicht genau hingeschaut. Also es ist einfach nicht das Gleiche. Es ist sicherlich, gebe ich zu, dass für manche vom Unterhaltungswert das Gleiche ist, aber das ist halt hier nicht die Frage. Und das ist halt dann eine Frage, wenn man feststellt, auf Dauer wollen die Leute nur noch Day9TV sehen, dann muss man eben sein Geschäftsmodell ändern. Aber also es gibt Leute, die werden halt von einer Stunde Heute-Show, werden die bestens unterhalten. Und es gibt Leute, die werden von einer Stunde Game of Thrones bestens unterhalten. Das sind aber völlig verschiedene Ebenen, auf denen das passiert. Und genauso, das muss man beim E-Sport auch realistisch sehen. Und klar, gibt es bestimmte Dinge, die das schwer machen, wie zum Beispiel, dass man irgendwie eine gewisse Zeit alles for free konsumiert hat ohnehin und dann halt nicht mehr richtig den Unterschied im Wert einschätzen kann. Aber also grundsätzlich sollte man da schon das im Blick behalten, dass es halt schon aufwendig ist, ein Event zu veranstalten, was eben nicht nur hinsetzen, X-Split anmachen, streamen ist. Micha, du bist ja abseits vom E-Sport medial, was Videoschneiden angeht, ja in vielen Regionen unterwegs. Sei es jetzt von irgendwelchen Party-Reviews bis hin zu Musikvideos. Was wird sich da noch ändern, was die reine Videoproduktion angeht? Reden wir nicht von der Live-Produktion, sondern einfach nur von Produktionen, die live on tape gemacht werden oder halt einfach nur in der Postproduktion gemacht werden. Also es kann nur, wie siehst du das? Was wird noch alles kommen? Es kann nur größer und besser werden. Ich kann mir vorstellen, dass halt mit einer größeren Akzeptanz in der Gesellschaft und insgesamt mit halt einer Vergrößerung der gesamten Szene halt dann irgendwann halt auch eine stärkere Kommerzialisierung halt eintritt und dadurch halt dann irgendwann auch die Gelder lassen für wirklich sehr große Produktionen, wie wir sie jetzt in Korea haben, wo wirklich dann auch TV-Sender halt den ganzen Tag senden können. Und ich denke mal, in die Richtung wird es gehen. Ja,
dann würde ich sagen... Korea ist übrigens, aber ein ganz gutes Stichwort noch, ja? Ja. Weil bei GSL und so, da sehen die Videos natürlich toll aus, aber was die GSL hat, sie hat alle Spieler in der gleichen Stadt und auch noch in der Nähe. Das heißt, sie sind alle ständig greifbar. Wenn man in Köln sitzt, hat man nicht mal alle deutschen Spieler greifbar. Ja. Geschweige denn den Rest der Welt in den USA oder so. Und das macht es natürlich leichter, da Videos zu produzieren, die krasser sind. Weil die holen die Spieler, die packen die von Greenscreen, dann setzt sich jemand in den Cutting Room hin und schneidet halt ein tolles Intro. Das kann man ja mal probieren für die EPS. Wird dann nicht funktionieren, ja. Und die Spieler kriegen sowas selbst natürlich gar nicht hin, kann man auch nicht von ihr erwarten. Aber sie sind auch alle so durch Deutschland verteilt, dass es einfach kostentechnisch sich überhaupt nicht lohnen würde. Das muss man auch mal mit bedenken, wenn man dann koreanische Ligen als Vorbild nimmt. Die haben es natürlich rein räumlich schon viel leichter, weil die alle in Seoul sind. Oder in Busan, je nachdem, wo sie halt ihr TV-Studio haben. Ja, zum Ende hin möchte ich noch ein bisschen auf die Kommentare eingehen und auf die Tweets, die ich bekommen habe. Wobei, bei den Tweets hält sich das ein bisschen zurück. Marco, da ist eine Frage an dich. Was ist damals genau mit The Unsigned Hype passiert? Was ist damit passiert, Marco? Was ist damit passiert? Was ist damit passiert? Ich habe so angefangen, dann hatte ich eine ganze Zeit lang relativ wenig Zeit und dann habe ich mit Micha das Maus-Movie gebaut und dann sahen meine Capturings einfach auch schon wieder 900 Meter viel zu schlecht aus, sodass ich eigentlich immer noch gute Fracks bei mir auf der Festplatte habe, aber wirklich komplett neu anfangen müsste mit dem Video. Das ist halt einfach unfassbar viel Arbeit und CS-Movies an sich sind halt eine sehr, sehr schlechte Kosten-Nutzen-Rechnung und im Moment einfach viel zu wenig Zeit, einfach zu sagen, ich fange mich jetzt an und setze dieses Monster-Projekt nochmal neu von vorne an, weil ich auch wüsste, ich wäre damit einfach so nicht mehr zufrieden, wie es im Moment von der Bildqualität halt ist. Aber die Wahrheit ist, es gibt Fragmente von diesem Video, ich habe sie gesehen und wenn er ihn ordentlich nervt auf Facebook etc., dann haut er das Ding vielleicht irgendwann nochmal raus. Also schreibt ihn an auf jeden Fall. Apropos Video, da wurde gerne gefragt, Maus-Video. Maus ist raus, CS, was ist mit dem Abschiedsvideo? Wollt ihr überhaupt wieder CS-Movies machen? Das, also von wollen kann da eigentlich gar nicht die Rede sein. Aber am liebsten, ich würde am liebsten fast den ganzen Tag nichts anderes machen irgendwie. Bei Micha geht es mindestens zur Hälfte, bis nicht ganz genauso ähnlich. Aber es ist halt einfach... sau zeitaufwendig und es gibt einfach niemanden, der sagen kann, okay, das ist jetzt, das bezahlt man irgendwie genug, dass sich das irgendwie lohnt. Also wir haben unseren, geht gar nicht, dass man sagt, das rechnet sich irgendwie. Deswegen ja. Ist es schwierig zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal irgendwie 3, 4, 5 CS-Videos im Jahr an. Da finde ich aber auch noch wichtig zu sagen an der Stelle, für euch hat sich das ja indirekt gerechnet, weil ihr habt jetzt einen Job im E-Sport, weiß nicht, wie erstrebenswert das für die Leute da draußen ist. Aber also ihr habt eine Zeit lang das ja gemacht, ohne dass es dafür irgendwas gab, außer Fame. War natürlich wichtig damals, aber also es gab ja nicht direkte Bezahlung am Anfang oder so. Und ich finde, dass es schon eine relativ wichtige Sache ist, die man auch bedenken sollte, wenn man sich selbst im E-Sport engagiert. Ob das nun als jemand ist, der Movies schneidet und... Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel aus einem VOD bei ESL-TV, wenn der da ein Highlight-Video schneidet, dass dann keiner von ESL-TV kommt und sagt, nee, das ist aber unser Content, mach das mal bitte nicht. Also ich glaube, man muss auch schon damit rechnen, dass man am Anfang erstmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten muss, für die man nichts bekommt, was sich dann irgendwann halt mehr oder weniger auszahlt, je nachdem, wie erstrebenswert man das im E-Sport es findet, im E-Sport zu arbeiten. Aber für euch hat es sich ja auch außerhalb des E-Sports ausgezahlt. Also ihr macht ja auch andere Dinge. Insofern... da ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man halt von einer ehrenamtlichen Tätigkeit und einfach Energie, die man in ein Projekt steckt, in eine bestimmte Thematik steckt, wie man dann halt eine Stufe erreichen kann, die, wo man schon sagen kann, ey, das ist richtiger Skill beim Videoschneiden. Und vielleicht auch den Beruf, denke ich mal, kann man vielleicht auch mal einschmeißen. Ich meine, ehrenamtliche Tätigkeit, wenn ich mich umschaue, ich meine, es ist noch unser Hobby, sonst würden wir nicht, wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Wobei, Uli, bei dir bin ich mir nicht sicher, du bist ja jetzt weg, nicht mehr bei ESL-TV, willst ja Karriere machen. Aber trotzdem bist du noch hier. Also das ist ein Thema, was eigentlich loslässt. Und trotzdem haben wir es alle beruflich ausgeübt, oder wir tun es zum Teil zu dritt immer noch. Ja, und ich würde sagen, wir kommen damit zum Ende. Vielen Dank erstmal an euch für diese Diskussion. Wir haben es heute geschafft, die Zeit einigermaßen einzuhalten. Ich weiß, ich habe letzte Woche ein Heaton-Video versprochen, das haben wir auch, aber das... passt heute leider nicht mehr mit rein. Das werden wir nächstes Mal zeigen. Schöner Trick, um alle mal bei der Stange zu halten. Ja, nächste Woche wieder. 6 Folgen hintereinander das Video ankündigen. Ich hab's. Ich meine, wir können es zeigen, aber es ist langweilig, glaube ich. Weil ich konnte es nicht groß umschneiden und es passt zeitlich nicht mehr rein. Ich meine, ich habe gewonnen gegen Heaton. Okay, das war jetzt kein guter Sales-Pitch. Wollt ihr es sehen? Natürlich, aber nächste Woche.
Aber nächste Woche. Irgendwann in der Sendung. Wir ja, sagen noch nicht wann. Gefordert, im One-on-One, das war auf der Gamescom 2009. Am Anfang, das, in der Mitte, da habe ich im Archiv gekramt. Das sind so die Videos, die wir bisher nicht gezeigt haben. Ja, die werden nicht gesehen? Hast du misshandelt oder nicht? Also hast du richtig... Weißt du was? Klar, der Hieten ist auch überhaupt kein Brecher. Das will ich noch sehen. Aber es ist ein sehr, sehr netter Kollege. Nee, also, das Video zeigen wir nächste Woche. Entschuldigt, Freunde, dass das heute nicht mehr mit reinpasst. Aber ich hoffe, dass ihr natürlich sehr, sehr viel Feedback und auch mal Hintergrundwissen dazu bekommen habt. Und hier das absolute Insiderwissen durch meine Freunde. Uli, vielen Dank, dass du auch da warst. Und ich hoffe, wir haben auch sehr viel Spaß die nächsten fünf Male. Ja, ich freue mich. Du wirst ja auch immer mit da sein. Ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, Freunde, schreibt uns Feedback auf. Readmore hier im Thread wird diskutiert. Natürlich per Twitter. Kani ist mein Nick, twitter.com/Kani oder einfach auf der Beta-Webseite. Und das soll soweit gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schreibt uns Feedback, Fragen, flamet uns, sagt, was gut war, schreibt, was schlecht war. Wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank an meine Kameraleute hier, an Andi und natürlich auch an den Dennis und an Kubi. Das soll es gewesen sein hier aus dem Studio. Wir sind raus. Macht's gut. Vielen Dank an alle. Tschüss.